Wenn man doch ein Indianer wäre, der sich das Land unter den Füßen zurückholte, das Land, auf dem man nicht Fuß fasste, das Land, nach dem man auch nicht griff. Diese Zeilen stammen von der KI GPT-3. GPT-3 steht für Generative Pre-trained Transformer 3 und ist die modernste textgenerierende KI, die derzeit im Umlauf ist. Sie wurde im Mai 2020 von der Firma OpenAI vorgestellt und ist in der Lage, Texte zu produzieren, welche oft schwer von menschengemachten Texten zu unterscheiden sind. GPT-3 kann Fragen beantworten, Definitionen liefern, programmieren, journalistische Artikel schreiben und ist ebenfalls in der Lage, Gedichte und kurze Geschichten zu verfassen. Transformer bedeutet in diesem Falle, dass das artifizielle neuronale Netzwerk der KI durch Deep Learning einen riesigen Textkorpus digital verfügbarer Texte analysiert und so für die eigene Textausgabe trainiert. Genutzt werden dafür zum Beispiel Texte aus Blogs, Literaturdatenbanken und von Wikipedia. Dieses Prinzip ist an sich nicht neu. OpenAI übertrifft mit GPT-3 jedoch bei weitem die vorherigen Textgenerierungs-KIs, da ihr neuronales Netz sehr viel komplexer und die Datenmengen, mit denen sie trainiert, sehr viel umfassender sind als bei ihren Vorgängerinnen. Für die Generierung der Texte in Vollendungen nutzte Hannes Bajor verschiedene Ausgangssätze aus bereits existierenden menschengeschriebenen literarischen Werken und gab diese GPT-3 mit der Aufgabe, sie fortzuschreiben. Man könnte diesen Vorgang mit der Schreibaufgabe in einer Textwerkstatt vergleichen, bei der die Teilnehmenden einen Satz aus einem literarischen Werk als ersten Satz eines Textes nutzen sollen und ausgehend davon weiterschreiben. Nur dass in diesem Falle eine künstliche Intelligenz die Aufgabe ausführt und den Anfangssatz dafür als eine Art Richtlinie nutzt. Für einen der Texte nutzte Hannes Bajor beispielsweise die Prosa-Miniatur Kafkas, Wunsch, Indianer zu werden, als Ausgangssatz. Wenn man doch ein Indianer wäre, gleich bereit und auf dem rennenden Pferde, schief in der Luft, immer wieder kurz erzitterte über dem zitternden Boden, bis man die Sporen ließ, denn es gab keine Sporen, bis man die Zügel wegwarf, denn es gab keine Zügel, und kaum das Land vor sich als glatt gemähte Heide sah, schon ohne Pferdehals und Pferdekopf. Der darauf folgende, von GPT-3 stammende Text übernimmt aus Kafkas Satz Rhythmus, Muster, Themenfelder sowie Modus und Tempus. Er übernimmt außerdem bei jedem Satz den Satzanfang, wenn man doch ein Indianer wäre. Der nächste Satz lautet dann zum Beispiel: Wenn man doch ein Indianer wäre, der nicht auf einem Pferd durch die Luft fliegen wollte, sondern auf den schwarzen Schatten eines Adlers schwebte, der gerade auf dem Weg vorbeiflog, schon in der Luft, vorbei an den niederflatternden Adlerflügeln, an den schwarzen Augen, bis man ohne Adler und ohne Adlerflügel war, auf dem nackten Himmel, und das war schon das Land vor sich, ein schlafender Himmel, in dem man vielleicht einmal untergehen würde. Die Verneinung, welche im Ausgangstext mit den Wörtern keine und ohne ausgedrückt wird, findet sich in diesem Abschnitt von GPT-3 wieder in den Wörtern nicht und wie gehabt in ohne. Das Muster der Wiederholung von Wörtern wird von GPT-3 ebenfalls nachgeahmt. Im Ausgangstext sind das zum Beispiel die Wörter Sporen oder Zügel, in diesem Abschnitt die Wörter Adlerflügel und Himmel. Auch der Moduswechsel vom Konjunktiv zum Indikativ, den Kafka vornimmt, wird von der KI übernommen. Das von GPT-3 genutzte Vokabular scheint zum einen aus jenem Vokabular zu schöpfen, das häufig gemeinsam mit dem Anfangssatz enthaltenen auftritt, und zum anderen sukzessive aus dem jeweils vorherigen entwickelt zu werden, indem kleine Schritte zwischen nah beieinander liegenden Inhalten gemacht werden, zum Beispiel Pferd zu Adler, Land zu Himmel. Es ist also zu erkennen, dass GPT-3 in der Lage ist, eine Vielzahl von sprachlichen Parametern zu erfassen. GPT-3 versteht jedoch nicht, wovon sie spricht. Sie berechnet lediglich die Wahrscheinlichkeit, mit der Spracheinheiten, also Silben und Wörter, aufeinander folgen. Daher ist GPT-3 auch nicht in der Lage, Inhalte auf ihre Bedeutung im aktuellen gesellschaftlichen Kontext abzutasten, geschweige denn, das Geschriebene zu reflektieren oder Political Correctness zu beachten.
Beispielsweise nutzt die KI die Fremdbezeichnung der Native Americans, ohne darauf in irgendeiner Weise zu reagieren. Auch die Romantisierung des Indianer-Narrativs ist im Text von GPT-3 enthalten. In einem anderen Gedicht aus Vollendungen hat GPT-3 anscheinend ebenso keine Schwierigkeiten, das Narrativ der Objektifizierung von Frauen anschaulich zu reproduzieren. GPT-3 wiederholt wie die meisten anderen textgenerierenden KIs den Bias, der in dem für das Training genutzten Textmaterial enthalten ist. Zum einen ist das interessant, da so zum Beispiel Diskriminierungsmuster deutlich hervortreten. Es macht aber auch fraglich, ob GPT-3-basierte Texte in der Lage sind, diskriminierungsarm und progressiv zu sein. Für die literarische Welt ist diese neue KI insofern aufsehenerregend, als dass sie in der Lage ist, literarische Texte herzustellen, die in ihrer Qualität menschengemachten Texten ein ganzes Stück näher kommen als bisher gehabt. Vor allem kann sie darauf trainiert werden, sich den individuellen Stil von SprachkünstlerInnen anzueignen, also zum Beispiel Jay-Z oder Shakespeare nachahmen. So sind unter den von OpenAI gelisteten Programmen, Apps und Systemen, die GPT-3 nutzen, bereits 3 in der Kategorie Poetry und 1 in der Kategorie Bookwriting zu finden. Unter ihnen ist zum Beispiel AI Poet, dessen Haikus aus KI-Perspektive auf Twitter veröffentlicht werden. Angesichts der neuen Möglichkeiten beschleicht viele DichterInnen ein gewisses Unbehagen und schnell macht sich die Vorstellung breit, Maschinen könnten das Dichten bald ganz übernehmen. Denn es stellt sich aktueller denn je die Frage, was menschengemachte Lyrik von der KI-Komponierten unterscheidet und worin ihr Wert liegt, wenn es Systeme gibt, die eine bessere Rechenleistung haben als unser Gehirn und die Möglichkeit erahnen lassen, dass sie bald ebenso klangvolle, überraschende, treffende, abwechslungsreiche, formschöne oder kondensierende Lyrik schreiben können wie Menschen. Wenn wir davon ausgehen, dass menschliche Erfahrung in Sprache eingeschrieben ist und diese wiederum gewissen Mustern folgt, die von KIs verinnerlicht werden können, dann ist der Gedanke naheliegend, dass die menschliche Erfahrung nicht unbedingt notwendig wäre, um selbige sprachlich abzubilden. Dass viele die Lyrik der KIs als potenzielle Konkurrenz wahrnehmen, liegt sicher auch an den verwertungs- und wettbewerbsbasierten Denkmustern, welche das oft prekäre Dasein von LyrikerInnen im Neokapitalismus prägt. Dabei müsste gar nicht unbedingt an einen Wettbewerb zwischen Mensch und Maschine gedacht werden, denn es sind viele spannende Zukunftsszenarien für die AutorInnenschaft in der Koexistenz mit hochleistungsfähigen Sprach-KIs denkbar. Stellen wir uns beispielsweise vor, AutorInnen könnten basierend auf einer von ihnen entwickelten Poetik und oder basierend auf ihren selbstverfassten Texten Sprach-KIs so programmieren und trainieren lassen, dass sie für sie schreiben. In einem mehrseitigen Formular könnten Häkchen gesetzt werden und so Textmaterialien zum Füttern der KI gewählt werden, je nach gewünschten Inhalt. Das Urheberrecht und die Lyrikkritik würden sich viel mehr auf die individuellen Programme der DichterInnen beziehen, als auf die Texte an sich. Fraglich wäre, wie es um die Zugänglichkeit zu solchen personalisierten Sprachrobotern stünde. Könnten nur reiche oder nur etablierte DichterInnen sich die Dienste der ProgrammiererInnen leisten oder sind die KIs für alle nutzbar? Vielleicht werden sich aber auch in Reaktion auf die dichtenden KIs Gegenbewegungen formieren, die sich auf die Suche nach dem machen, was die künstlichen neuronalen Netzwerke nicht erfassen, nicht nachahmen können, nach dem, was in den Textdatenbanken nicht abgespeichert ist. Womöglich verstärkt sich beispielsweise der Trend der Wiederkehr der AutorInnen und die Biografien, Identitäten und Intentionen von AutorInnen treten immer mehr in den Vordergrund. Oder es gibt ein Revival des Dadaistischen, des Unwahrscheinlichen, des Unvorhersehbaren, da dies der Wahrscheinlichkeitsbasiertheit von KIs wie GPT-3 entgegensteht. Vielleicht wird Lyrik auch sehr viel kurzlebiger und radikal aktualitätsbezogen. Einige DichterInnen folgen bereits jetzt der Faszination der modernen Textgenerierungsprogramme und begeben sich mit den KIs in einen lyrischen Dialog.